Wenn Sie das nicht weiter so wie immer, sondern echte Veränderung haben wollen, besonders im sozialen Sektor, ist die Linke einfach die Alternative, die im Landtag fehlt. Das soziale Gewissen, was einfach fehlt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und wir sind eine Partei, die Leuten eine Stimme gibt, die sonst einfach niemand hört. Also unser Fokus liegt ja darauf, dass wir sagen, Politik ist für die Menschen. Das wollen wir auch umsetzen. Dazu gehören zum Beispiel die Regionalisierung von der Daseinsvorsorge und die Kommunalisierung von Daseinsvorsorge. Hier in Neumünster haben wir das Glück noch, dass der Stadtkonzern noch im Besitz von den Stadtwerken ist, dass wir eine eigene Wohnungsbau haben, obwohl die nicht so agieren, wie eigentlich eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft handeln soll. Die bauen im Umland irgendwo Wohnungen, in Ricklingen oder sonst irgendwo, aber in Stadt Neumünster passiert da recht wenig. Ihr Bestand wird abgebaut, anstatt dass er aufgebaut wird. Wir wissen, dass sozialer Wohnraum, also geförderter Wohnraum, dringend gebraucht wird. Wir wollen, wenn wir es könnten, 10.000 Wohnungen im Jahr bauen. Wir wollen eben auch eine Landesbaugesellschaft haben, damit die Kommunen, die ja viel, wie in Neumünster auch, finanziell ein bisschen am Rand sind und die Kassen nicht gerade voll sind. Und da soll eben das Land unterstützen. Also es ist gerade schwierig. Der Wahlkampf ist gerade schwierig. Die Verhältnisse in der Partei sind natürlich auch nicht so einfach. Das geht durch die Presse. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass die Leute einfach unsere Politik sehen und nicht einzelne Leute oder einzelne Schlagzeilen sehen, sondern wirklich unsere Politik und das, was wir verändern wollen. Und deshalb bringt es mir trotzdem noch Spaß. Und ich habe auch wirklich Hoffnung, dass wir was verändern können und dass wir in den Landtag einziehen können. Also ich habe mich jetzt schon gefreut, dass wir in den Umfragen wieder eine 3 vorm Komma haben und nicht mehr unter den sonstigen auftauchen. Und wenn wir dann am Sonntag gut über die 3% sind, ich glaube, das liegt im Realen jetzt. Die 5% sind, glaube ich, nicht erreichbar für uns. Aber wenn wir ein gutes Wahlergebnis über die 3 haben, dann bin ich persönlich hier für meinen Kreisverband wirklich zufrieden.